Wahrheit ist ein gutes Stichwort. Und vielleicht kann man auch mal den aktuellen Bezug machen. Also verstehst du oder kannst du dich einfühlen in die Menschen beispielsweise in Russland, aber auch wir, die wir jeden Tag manipuliert werden, wenn es um die Frage geht, ein Feindbild aufzubauen. Also die bösen Ukrainer, die bösen Russen, die böse EU, die bösen Amerikaner beispielsweise. Ist das etwas, was du gut nachvollziehen kannst, weil du im Nachhinein auch gemerkt hast, wie sehr du möglicherweise auch manipuliert worden bist? Ich glaube, dass wir in Deutschland in der jetzigen Zeit mit dem Thema sehr vorsichtig umgehen müssen. Also gerade wenn das Thema Ukraine auf den Tisch kommt, weil ich glaube, dass auch unsere Medien da eine ganz entscheidende Rolle spielen und nicht alles richtig machen, was wirklich passiert. Ich glaube auch, dass wir uns als Land und als Politik zu sehr amerikanisieren lassen und vielleicht auch die Objektivität verlieren für das, was wirklich passiert. Gerade wenn es um das Thema Ukraine geht, ist es ein, und ich beschäftige mich sehr, sehr intensiv damit, ein sehr sensibles Thema, und habe das Gefühl, dass uns da teilweise in Deutschland auch von den öffentlich-rechtlichen Medien nicht die Wahrheit gesagt wird und dass wir zu sehr am amerikanischen Tropf hängen und zu sehr dem hinterherlaufen, was die Amis uns vorleben, und wir zu wenig souverän selber agieren als ein souveräner Staat Deutschland, der wir sein sollten und der unsere eigenen europäischen Interessen und unsere eigenen nationalen Interessen vertritt. Und da, glaube ich, in dem Punkt sind wir da.